So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Bau. Ja, ich nehme heute wieder am frühen Morgen auf. Na gut, so früh ist es jetzt auch nicht mehr, es ist schon 10 Uhr. Aber wie gesagt, ich bin gerade aufgestanden. Meine Stimme, ich habe gerade noch gefrühstückt. Meine Stimme ist vielleicht noch nicht so normal, ist ein bisschen rau noch. Ist aber Wurst. Wir nehmen erstmal hier eine schöne Folge Minecraft Baum auf. So, wir lassen erstmal die ganze Map fordern. Ui, da hat es gerade geruckelt. Und hier ist eine scheiß Fliege in meinem Zimmer. Also eine scheiß Fliege. Versteht ihr den Scheiß? Ja, okay. Egal. Wir haben einen Trade durchgeführt mit dem lieben Killer. Der hat sich irgendwelche Iron Bushes geholt, wo ich nicht mal wusste, dass wir die haben, und hat uns dafür eine Quarry da gelassen. Mal gucken, wo hat er sie hingestellt? Da hat er sie hingestellt. Dankeschön. Weil ich wusste nicht mehr, dass ich die habe, deswegen machen wir das auch so Wurst. Auf alle Fälle haben wir jetzt eine Quarry, die brauchen wir uns nicht selbst craften, das ist nämlich das Schöne daran. So, jetzt regnet es gerade. Ich guck mal, ich verwandle mich mal in einen Menschen und guck mal, ich glaube, man kann doch bei Regen schlafen. Da war doch was. Ja, hier neuen New Mod, egal. You can only sleep at night. Ja, eben. Aber gab es hier irgendwie nicht einen Rain? Rain Muffler. Ist das Future Block? Der Rain Smasher. XP Drain, egal. Ich dachte, hier gab es mal irgendwie so ein, so ein Tool, womit man den Regen, hier ist diese Scheißfliege schon wieder. Wenn man hier irgendwie so ein Tool hat, man kann, oder hat, dass man die, den Regen abmachen, ausstellen kann, weil jetzt produziert hier nichts mehr Energie. Ach, da müssen wir uns ein bisschen Jellorium holen. Aber wir fliegen gerade nicht, das ist nicht gut. Ich würde gerade schon fast runterspringen. Ach komm. Ah. Da rein. Lass da raus. Und der produziert wieder. Alles klar. Jetzt hier nicht da rein. Jetzt müsste der gerade wieder anfangen, dich abzuhäckseln hier alles. Ah, oh, hier haben wir. Ah. Oh. Oh. Oh ja. Oh. 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 Und alles da rein. Hm, die Seeds nehmen wir mal raus. Und stapeln die erstmal da rein. Wir sind letzte Woche stehen geblieben bei unserer Baumfarm. Ah, Oak Saplings, Jungle Saplings. Die legen wir mal schön nach hier. Die habe ich auch hingepflanzt. So, hier gibt es allerhand. Clay, Gravel, Sand, Jungle Leaves, Decaying Weed, wo auch immer, wofür man das auch mal braucht. Das kommt alles vom Sludge Boiler, ui. Energy Full Work, aha. Das ist sehr gut. Ich muss sagen, jetzt können wir den Sludge schon ein bisschen verwerten. Dann können wir noch ein paar kleine Sachen raus. Vielleicht braucht man den nicht immer, aber egal. So, das läuft auch jetzt wieder hier. Genau. Was machen wir diese Folge? Ich würde sagen... ja, was machen wir wohl diese Folge? Ich guck mal kurz, wie läuft denn das hier? Oh, läuft gut. Jetzt können wir noch schlafen gehen, oder? Aha, warte mal. Wenn es gewittert, warte mal, da war doch was. Wenn es gewittert, kann man schlafen gehen. Ich würde diese Folge gerne die Quarry aufstellen. Dafür bräuchten wir aber erstmal, müssten wir, ja, siehst du, geht doch beim Regen. Beim Gewitter. Dafür bräuchten wir erstmal einen Tesserakt. Genau. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt produzieren die hier wieder Energie, glaube ich. Hoffe ich. Sollten sie. Ja, 209. Aber wir können mal gucken, wie wir den Generator ausschalten. Ach, komme ich jetzt nicht. Haben wir jetzt immer noch einen Input? Hm. Nee. Mach ihn wieder an. Ach, diese Fliege nervt aber. So. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal einen Test. Ne, einen Test. Da. Tesserakt. Aha, okay, alles klar. Okay, wir gehen erstmal hin. Test. Da. Was brauchen wir? Bronze, Silber, okay. Haben wir davon was? Wir haben Silber. Gut, dann müssen wir jetzt Bronze machen. Nehmen wir, was nehmen wir denn da für Bronze? Forestry, Tinker's Construct, Thermal Foundation. Gucken wir mal. Wie die das hier machen, Smelting. Okay, wir müssen also Kupfer und
Kupfer und Tin. Kopf, ja. Ah, haben wir gleich da. Ach, hier. Ja. Wie kann man die? Kann ich den nur mal gucken? Genau, da nehmen wir. So, davon und dann noch T Tin. Nee, das ist Aluminium TI. Da haben wir Tin Ingot. Gut, da warten wir erstmal noch kurz, bis das hier fertig ist. 53. Mal gucken, ob sie es abnutzt, auch wenn wir das machen. Ich hoffe nicht. Ja, genau. Es nutzt sich nicht ab. So, ich wollte gerade gucken hier. Usage. Okay. Einfach in so einem Raster gelegt. Sehr gut. So, das legen wir jetzt dahin und das kommt drumherum. Und schon haben wir Bronze. Das hört zu schmelzen. Letzte. So. Ich hätte gar nicht so viel Kupfer pulverisieren müssen, aber ja. So passe ich halt auf. So bin ich halt. Hätte schon eins ausgereicht. So, das geht richtig schnell, weil es ja nur eins ist. Und wurscht, da haben wir es. So, Tesserakt. Da haben wir erstmal alles so. Tesserakt. Da. Tesserakt Frame. Ui. Okay, gucken wir erstmal. Da brauchen wir einen Diamant. Da brauchen wir Fuse Quartz Anneal. Ne, wir nehmen das, das da. Da brauchen wir. Wie viel brauchen wir? 4 Stück. Da brauchen wir ja 16 Quartz. Ach, davon haben wir ja genug. So. Fuse Quartz. Warte mal ganz kurz. Quarzglas. War das Fused, oder? Tesseract. Fuse Quartz. Hartnettglas. Fuse Quartz, okay. Fuse Quarzglas. Okay, nee, das ist es nicht. Da müssen wir das doch hier reinstecken, leider. So. Dann brauchen wir noch ein. Diamanten. Haben wir davon war noch einen? Ach ja. Ein. Und dann. Jetzt kommt das Schwerste. Wie macht man die hier? Induction Schmelter. Da, Alloy Smelter. Was brauchen wir denn dafür? Enderperlen. Eine. Okay, warte mal. Haben wir hier einen Saf. Harinetz. Okay. Wir müssen erstmal Endermänner töten gehen. Erstens brauchen wir die Enderperlen und zweitens machen wir als nächstes erstmal eine Mobfarm, würde ich sagen. Nämlich eine Enderman-Farm, so wie wir gesehen haben. Ja, das kriegen wir nicht alles hier rein. Gut, dann kommt das erstmal dahin. So wie wir gesehen haben, brauchen wir Enderperlen. Ich möchte nämlich erstmal ein Safari-Netz machen. Und mit dem Safari-Netz können wir dann die Monster einfangen und dann in. Ach, wie heißt das Ding? Mod Doppelpunkt. Wie war das? Add. Mod Doppelpunkt. Mindfact. Ach, warte mal, gucken wir mal hier drauf. Mod. Mein Factory M ist da unten. Da. Genau, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Planter, nein. Fischer, nein. 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 Was, wie hieß der? Weather Collector. Egal, nein. Sludge, nein. 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 Nein, Liquid Route, nein. 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 Auch nicht. Grinder. Ich glaube, Grinder war das. Und. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie heißt denn der Autospawner? Ui. Haben wir Emeralds? EMA.
Gut, dann gehen wir mal kurz Emerald suchen, weil der ist, glaube ich, oder ich gucke noch mal kurz vorher weiter. Bevor ich hier irgendwelchen Mist baue, Autospawner, Autobioreaktor, nein, 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 Enchant, nein, nein. Nein. Ich gucke noch mal kurz online, weil wir schon dabei sind. Mind Factory Reloaded Mob Farm. Grinder. Den brauchen wir und dann brauchen wir einen Autospawner. Genau. Jetzt gucken wir mal kurz beim Grinder. Wo haben wir den denn? Ich sehe ihn da. Grinder. Oh, ja. Es geht noch. Aber Emeralds. Dann müssen wir uns jetzt halt in der restlichen Folge auf die Suche nach einem Dorf machen. Wir machen die Folge wieder schön knackige 15 Minuten lang. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ja, weil ich habe gemerkt, umso länger die Folgen sind, umso uninteressanter wird mein Kommentarstil. Deswegen mache ich die Folgen kurz und knackig, so 15 Minuten jeweils. Ja. Genau. Sonst wird es ja langweilig und das wollen wir ja nicht. Warum wächst eigentlich unter Wasser Gras? Ist das überhaupt Gras? Ich guck mal kurz. Oder? Ach, Algen sind das. Ah. Nix Gras, Algen. Alles klar. So. Halt, haben wir überhaupt einen Homepoint gesetzt? Natürlich nicht. Ich hoffe, hier geht's nach Hause. Wartet, wartet, wartet. M, N, oder wo waren das? Nee. Options, Controls, Gameplay, nein, 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 Journey Map, Journey Map hier, J. Wave, wo waren hier? Waypoints. New. Wartet, wo ist denn das? 125227. 1, 1, 2, 5, 2, 2, 7. Ja. Okay. Okay, gucken wir mal. Mal gucken, ob das richtig ist. Wartet mal, wir gucken mal, wir drehen uns mal in die. Nee, nicht ganz. 1, 2, 5, 2, 7, 4. 1, 2, 5, 2, 7, 4. 1, 2, 5. 2. 7, 4.2, 7, 4. Ach, Minus. Ja. Minus sollte man auch natürlich eingeben. Dann machen wir es nämlich gleich fertig, dann brauchen wir nicht wieder zurücklaufen. Edit, erstmal hier zu Hause. Minus. Grün, grün ist gut, wegen Baum. Genau. Safe. Ja, genau, das ist es richtig. So, warte mal, wo ist der? Da ist ein Buildcraft. Warte mal, was ist denn das? Da hinten ist auf alle Fälle eine Buildcraft. Ach, das ist ein Hut. Da hinten ist eine Buildcraft-Ölquelle. Da können wir mal irgendwann hinfliegen, wenn wir mal Öl pumpen sollten. Aber ich glaube, das werden wir eher selten machen. Ja. Jetzt wird es gerade Nacht. Wir fliegen übers Meer. Brot haben wir genug. Werkzeuge haben wir vielleicht nicht genug mitgenommen. Warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Wie viel Leben hat eigentlich ein Gast? Ein Leben mehr. Okay. Nee. Fünf Leben. Fliegen wir jetzt Gast rum. Ist ein bisschen größer, aber wir haben immerhin fünf Leben.
Ja, und wir wollen ja nicht da unten da eigentlich hingehen. Oder warte mal, warte mal. Wenn man auch mal auf SZ kommt. Eine Bad. Bitte lass mich jetzt nicht runterfallen. Na, sehr gut. Wir suchen Endermänner oder ein Village. Ein Village. Ich sehe auch gerade schon auf dem rechten Bildschirm, unsere Zeit ist vorbei. Deswegen würde ich sagen, wir platzieren uns hier gleich irgendwo auf diesem Biom. Auf diesem Baum, auf dem Biom. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich disconnecte mal. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.